Minecraft, aber ich kann Mobs scheren. Immer wenn ich einen Mob schere, bekomme ich seine Elixier. Und mit dieser Elixier kann ich mir Rüstung machen, die echt coole Effekte hat. Werde ich es schaffen zu überleben und den Ender Dragon zu besiegen? Schaut das Video und findet es heraus. Und Grüße raus an D150. Okay Leute, wie ihr seht, wir haben im Inventar schon eine Mob-Schere. Mit dieser hier, Leute, können wir Mobs jetzt scheren. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, fällen erst ein paar Bäume. So, dann machen wir uns natürlich auch noch richtig krasse Spitzhacke und bauen jetzt ein bisschen Stein ab. Und jetzt machen wir noch ein paar Steintools. So, möge die Challenge heute beginnen. Achso, Leute, guck, hier haben wir schon ein paar Schweine. Leute, wir können halt mal versuchen, diese Schweine mal zu scheren. Leute, ich bin mal echt gespannt, wie das gleich aussieht. Und... ja, okay, Leute, das Schwein hat hier Schweineessenz gedroppt. Oder eben nur mal hier rosa Farbstoff. Aber Leute, wir können das mit dieser Schweineessenz, das hat einer mal zum Beispiel, Rüstung craften. Jetzt haben wir einen pink Chestplate. Und wenn ihr das anziehen, Leute, sehen wir, wir haben Stärke 2. Oh, okay, Leute, hier haben wir einen Huhn. Okay, lass das auch mal scheren und... oh mein Gott. Digga, Leute, wie sieht ein bisschen das Huhn aus? Digga, selbst der Schnabel wurde mitgeschert. Aber wir haben hier mit sanfter Fall 2. Oha. Okay, Leute, da unten sehe ich mal einen Zombie. Lass mal von dem mal dieses Sets bei mir nehmen. Hä? Digga, da bin ich doch gar nicht der Zombie-Helm. Ja, gut. Aber können wir eigentlich auch ein Skelett scheren? Sherrod. Okay, das greift mich gerade irgendwie nicht an. Ja, Leute, das ist mein Enderman. Warte mal, können wir den auch scheren? Hallo? Oh mein Gott. Digga. Digga, man kann sogar nackt zum Lotter noch scheren. Ich denke mal irgendwas mit Atmung, oder? Ja, und Wasseratmung. Okay, dann erstmal nur, wir haben Dias. Und nur einen. Doch, mal ist ein Mob-Spawner. Oh, was haben wir denn hier? Ja, Kohle. Komm, hier nochmal ein Skelett. Irgendwie, komm. Wieso klappt denn das jetzt nicht mehr, Leute? Vorhin hat es auch einmal geklappt. Ich glaube, hier haben wir jetzt nochmal einen Creeper. Okay, aber ich bin jetzt mal nicht mal gespannt, was so Creeper-Rüstung eigentlich so macht. Wir müssen ein paar Hosen mal herstellen. Und Leute, es macht gar nichts. Ja, okay. Also immer, wenn wir uns ducken, explodiert unser alles und wir kriegen ein bisschen Schaden dann dadurch. Leute, das ist interessant. Und Leute, ich denke mal, dass wir uns ein Portal jetzt hier gießen könnten. So, Leute, Portal ist fertig. Dann würde ich sagen, Leute, dann mal ab in den Nether. Okay, Leute, ich bin echt gespannt, ob es auch sowas wie eine Pickel- und Lohn-Effizienz gibt. Warum können wir uns den Hoxen scheren? Ne, können wir nicht. Können wir so einen Pickel scheren? Können wir auch nicht. Können wir vielleicht Picklins scheren? Ne, da kann man nette Bob, die was hier scheren. Leute, guck mal, Leute, tut da mal so ein Tummi-Picklin, so ein Dings da rein. Oh mein Gott, dieser, wieso brenne ich jetzt? What? Leute, guck mal, wir haben eine Festung. Okay, Leute, ich muss sagen, diesmal hatten wir mal wieder ein bisschen mehr Glück gehabt. Das war jetzt nicht allzu weit weg vom Spawn. Ich höre die komplett halb lohnen. Die sind alle irgendwie über mir. Hallo? Du da kannst dich scheren? Man kann Lohn scheren, Digga, man kann Lohn scheren. Okay, Leute, ihr könnt mir vorstellen, dass wir eventuell jetzt Feuerresistenz bekommen. Und Leute, wir kommen hier durch. Feuerschutz, ja. Ich habe nämlich gerade nur noch roten Fläche zum Essen. Okay, Leute, ich denke mal, das soll ein bisschen schneller gehen. Ja, stimmt, Leute, natürlich kriegen wir noch keinen Feuerschaden. Wir haben jetzt 12 Stück. Denken wir, Leute, das sollte schon mal reichen. Und jetzt haben wir 13. Ja, Leute, das wird reichen. Ah, ja, stimmt, da war ja mal was. Oh, hier haben wir noch einen Enderman. Komm, noch einmal scheren hier hin. Schau es nochmal. Komm, komm. Was geht denn da drauf? Ich habe gerade komplett die Tasche nach unten gebuddelt. Aber wir könnten uns doch immer noch so eine kleine Schutzdecken bauen, wo der Enderman halt eben nicht hinkommt. Da können wir doch als allererstes mal einmal häuten hier. Dann ihn ja angreifen. Ich darf mich nicht ducken. Ich darf mich nicht ducken. Boah, gut, warte mal, instant umwechseln, Leute. Aber Leute, ich glaube, diese Taktik ist eigentlich sehr gut. Aber Leute, wir können mal gucken, was eigentlich man hiermit machen kann. Ich denke, man kann sich damit teleportieren, oder? Ich sage, ich möchte mich hier zum Baum hin teleportieren. Klappt das so? Ich habe mich ein bisschen weiter irgendwie teleportiert. Ja, Leute, hat der Enderperl gedroppt. Okay, Leute, wir haben jetzt 13 Enderperlen. Und ich würde sagen, Leute, wir können jetzt erstmal wieder zurückgehen. Okay, Leute, ich denke mal nicht, dass ich mein Portal jetzt noch finden werde. Deswegen lass einmal, das hier nutzen. Okay, was haben wir so? Also, natürlich verzauberte Goldsachen. Und Leute, natürlich Obsidian. Okay, es sind 4 Obsidian. Also, das Obi reicht. Dann, Leute, wir sagen Portal an und dann lassen wir wieder in die Oberwelt. Also, wir können da auch schon mal Lohnstaub machen. Und lass mal erstmal aus der Hälfte hier mal an der Augen machen. So, jetzt muss ich mir noch gucken, dass ich mir hochkomme. Ach, Leute, Licht. Also, ich habe kein Essen mehr. Und das heißt, dass ich ein bisschen was an Essen mal wieder farmen muss. Ja, Leute, Fische. Genau, den Scher kann ich nicht, aber wir können daraus Essen machen. So, ein bisschen Wasser Lachs mal gefarmt. Und Leute, jetzt lassen Lachs einmal braten. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, lass mal das erste Endauge werfen und es geht nach da. Okay, Leute, das Endauge ist irgendwo hier unten. Und wenn wir was sagen wollen, dann lassen wir uns ein bisschen mal runterbuddeln. Und Leute, wir haben es geschafft. So, und das Portal haben wir auch gleich gefunden. Ha, nice, Mann. Okay, Leute, wir brauchen 4 Endaugen. Das heißt, wir können uns eins da jetzt hier noch machen. Dann, Leute, kann das Schweinefleisch hier noch gebraten werden. Und ich sehe, Leute, wir brauchen ein bisschen was an Holz. Denn, Leute, wir haben ein paar Pfeile. Und mit denen könnten wir uns einen Bogen craften. Aber gut, Leute, ich würde sagen, lasst uns ins End gehen in 3, 2, 1.
1, go! Zusammen mit dieser Kombination noch aus diesen Federfallschuhen, Leute. Da können alle fast immer so rumfliegen. Das ist wirklich richtig krass OP. Okay, Leute, du hast jetzt den ersten Fall immer zerstören. So, Leute, Falle sind ausgegangen. Das heißt, wir müssen das hiermit genau da drauf teleportieren. Oh, okay, Leute, nur noch 2 Kristalle. Oh, okay, Leute, jetzt wird der letzte Kristall. Oh, nice. Okay, ich mache zwar nicht viel Schaden, Leute, aber langsam, aber sicher klappt das hier. Okay, Leute, die Hälfte seines Lebens hat er schon verloren. Und Leute, der Ender Dragon ist down. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben ihn besiegt. Okay, Leute, kommen wir wieder nicht ins Portal. Ja, Leute, vielleicht das war Minecraft, aber ich kann Mobs sharen. Und ich fand nur, dass diese Challenge wie immer wieder mega viel Spaß gemacht hat. Und sollte es neu sein und dir gefällt mir ein Content, dann kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo da lassen. Gerne auf die Glocke aktivieren, kann man da nicht zu verpassen. Ich würde es ein Like freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao. We'll be right back.